Guten Morgen, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Meine Woche 3 hat heute begonnen. Es ist Montag, es ist kurz vor 6 Uhr. Ich bin heute Morgen auch extra früher aufgestanden, da ich ja jetzt in Woche 3 bin und ich denke, in Woche 3 wird sich einiges ändern. Ich werde jetzt nur noch mal schnell schauen, was sich in Woche 3 als Ernährungsplan ändert. Und zumindest beim Frühstück, weil ich nicht so viel Zeit habe und werde mir dann in der Bahn alles durchlesen zu den Trainingsvideos, zu dem Mittagessen und werde jetzt erstmal schnell anfangen und wir hören uns später. So, bevor die Arbeit losgeht, gibt es erst einmal Frühstück. Porridge, Kirschen und Nüsse. Schmeckt voll lecker bis jetzt. Und ich bin echt froh, dass sich nicht so viel im Ernährungsplan geändert hat. Ich habe mal reingeschaut in der Bahn und im Frühstück, also das Frühstück ist gleich geblieben. Beim Mittag und beim Abendessen hat sich nur das geändert, dass das Fleisch mehr wird und dass die Kohlenhydrate reduziert werden. Das heißt, anstatt 2 Hände gibt es nur noch 1,5 Hände Kohlenhydrate. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wird sich zeigen in den nächsten Wochen, ob ich es denn nicht mehr schlimm finde. Und die Rezepte, die ich jetzt schon mal so schnell reingeguckt habe, sind echt lecker. Hey ihr, wie ihr seht, bin ich mal wieder in Sportklamotten. Ich bin eben gerade auch vom Ausdauertraining gekommen und bin ziemlich K.O. Ich habe heute ziemlich Vollgas gegeben und freue mich gleich auf mein Essen und auf meine Couch und auf den Fernseher. Und ich wollte euch nur sagen, dass ich heute Morgen ein kleines Glücksgefühl hatte, ziemlich ein großes, um ehrlich zu sein, denn meine Kollegin hat heute Morgen bemerkt, als ich zur Arbeit kam, wow, du hast abgenommen, das war natürlich schon cool zu hören, denn endlich, man sieht es und das ist natürlich fürs Ego total super und motiviert mich natürlich noch mehr weiterzumachen. So, heute Abend gibt es ein neues Gericht, das ist jetzt oder sollte unten wenigstens ein Pfannkuchen werden. Ich sollte das Ei wirklich ca. 15 Minuten in der Pfanne stocken lassen. Das Problem war nur, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es anbrennt, also habe ich das früher rausgeholt. Dann gibt es dazu körnigen Frischkäse, Rucola und Tomate. Ich bin gespannt, ob das schmeckt. Ich freue mich voll auf Ei, also auf das Vollei, also mit Eigelb. Schon lange nicht mehr gegessen. Guten Morgen, ich bin gerade auf dem Weg zur Spätschicht. Und ich muss sagen, ich bin völlig entspannt heute, da ich Zeit hatte zu frühstücken. Das ist echt toll. Also Frühstück ist für mich auch die wichtigste Mahlzeit und ich liebe es, in Ruhe zu essen. Und bin jetzt richtig entspannt und gut gelaunt und werde jetzt in den Tag starten. Ich freue mich schon auf mein Mittagessen. Da gibt es nämlich selbstgemachten Nudelsalat. Und ich muss sagen, dass ich noch nie in meinem Leben Nudelsalat selbst gemacht habe. Das habe ich gestern zum ersten Mal getan. Und ich bin gespannt, wie er schmeckt. Er sah auf jeden Fall lecker aus gestern. Und nochmal auf mein Abendessen von gestern zu greifen. Ich muss sagen, ich komme an Rucola nicht ran. Ich hatte den Geschmack von Erde im Mund, als wenn ich auf Erde kaue. Und ich muss den Salat unbedingt auswechseln. Das geht nicht. Und was ich noch festgestellt habe, ich bin ja jetzt in Woche 3, ich habe kaum noch Hunger. Also ich habe wirklich nur noch zu den Hauptmahlzeiten Hunger. Also ich muss mir manchmal auch wirklich ins Gedächtnis rufen, dass ich esse. Ob das normal ist, weiß ich nicht. Aber Heißhunger bleibt aus. Ich habe keinen Appetit auf Schokolade. Das wundert mich eigentlich, weil ich Schokolade eigentlich gerne gegessen habe. Aber bis jetzt bleibt er aus. Mittagessen. Da ist mein Nudelsalat. Und meine Kollegin isst auch Salat. Sie zieht mit mir mit und unterstützt mich da in der Hinsicht. Feierabend. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und ich hatte euch heute Mittag ja gesagt, dass ich eine liebe Kollegin habe, die mit mir mitzieht, die auch Salat isst zum Mittag und die auch nicht so viel Schokolade isst. Und dann hatte ich heute eine Kollegin, die mich heute tatsächlich 3 bis 4 Mal gefragt hat, ob ich heute Schokolade möchte. Ach Anne, ein Stück kannst du ja ruhig essen. Ich habe gesagt, nein. Das habe ich bestimmt 4 Mal wiederholt, denn ich bleibe dabei. Keine Schokolade, keine Versuchung. Auch wenn die Versuchung groß ist, wir haben nämlich da Kekse drin, die ich sehr gerne esse. Aber ich bleibe standhaft, denn ich will mein Ziel ja erreichen. Guten Morgen, wie ihr heute Morgen bestimmt unschwer erkennen könnt. Ich bin komplett nass, bin gerade mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und mich hat der Regen erwischt. Kurz vor Ziel hat es aufgehört zu regnen, das ist mir typisch. Ich bin komplett nass, meine Schuhe sind nass, meine Hose ist eine zweite Haut.
und meine Haare. Gott sei Dank habe ich mir einen kleinen Föhn mit zur Arbeit genommen. Das heißt, ich werde mir erstmal meine Haare föhnen, dann werde ich einen warmen Tee trinken, es ist doch ein bisschen kalt, und erstmal frühstücken. Ich habe jetzt Feierabend und bin jetzt gerade bei McFit angekommen. Und das sieht so wahnsinnig voll aus, dass ich irgendwie schon Bedenken habe, dass ich heute an meine Geräte rankomme. Und da ich auch einen neuen Trainingsplan habe mit Supersätzen, ich habe mir vorhin die Videos angeguckt und ich muss sagen, ein paar Übungen sind bei, wo ich echt ein bisschen denke, oh Gott, das wird sehr peinlich. Das ist dieses Rumpampeln. Ich weiß nicht, ob ich dazu imstande bin. Ich gucke mal und werde euch näher berichten, ob ich das Training gut durchziehen konnte und ob ich alle Übungen machen konnte. Feierabend, endlich auch für mich. Ich habe jetzt mein Essen für morgen vorbereitet. Ich war beim Sport, ich war heute arbeiten. Und jetzt werde ich mich auf die Couch setzen. Heute ist Mittwoch, morgen ist Feiertag. Das heißt, ich kann ein wenig ausschlafen, aber auch nicht so viel, weil morgen steht, wie gesagt, schon wieder Sport auf dem Programm. Und dann werde ich mich nachmittags auch mit meinen Freundinnen treffen. Und ich muss euch nur noch sagen, ich war ja vorhin beim Sport und hatte ja das geäußert, dass ich es ein wenig peinlich finden könnte, ein paar Übungen. Und ich muss sagen, war es auch. Aber ich bin froh, dass es bei McFit einen kleinen Freihandelbereich für Frauen extra gibt. Und dann konnte ich mich in meine kleine Welt quasi zurückziehen und alle Übungen machen. Morgen, heute ist Tag 17 und ich bin mal wieder auf dem Weg zum Sport. Ich werde heute wieder begleitet von der Frau von Johannes und freue mich riesig drauf, denn sie ist halt eine große Stütze zurzeit und sie motiviert mich. Und es macht riesig viel Spaß, mit ihr zusammen zu trainieren. Ihr seht es ja in den Videos. Des Weiteren muss ich sagen, dass ich wirklich zufrieden bin mit dem Programm. Ich habe keine Bauchschmerzen mehr, das hat sich jetzt reguliert und die Erfolge, die ich in den letzten 2 Wochen jetzt erzielt habe, sind perfekt, sind super. Also 2 Kilo in 2 Wochen und an Hüfte und Bauch so viel Umfang zu verlieren, ist schon echt klasse. Ich freue mich auch auf die nächsten Wochen. Natürlich ist das Programm sehr zeitaufwendig, aber das war mir von vornherein bewusst, das mit meiner 40-Stunden-Woche, mit dem Sport und mit dem Vorkochen zu verbinden. Also ich freue mich wirklich auf die nächsten Wochen, bin gespannt, was ich am Sonntag wieder für ein Ergebnis auf der Waage erziele. So, ich habe euch ja versprochen, das ist das Essen, was die Mädels alle essen. Hallo Jule. Duplo. Ja, die längste Praline der Welt. Gern würde ich jetzt ein Duplo essen. Oh Gott, das sieht so wirklich lecker aus. So, für mich hat der Tag jetzt auch endlich ein Ende und wie ihr seht, sitze ich jetzt vorm Fernseher, schaue die Simpsons und habe meine Füße auf den Tisch gelegt. Das ist meine Standardpose beim Fernsehgucken. Und muss sagen, ich bin echt geschafft von heute. Der Sport war heute wirklich extrem anstrengend. Gerade das Rudern, das viele Rudern war anstrengend. Und ich werde das bestimmt morgen merken, weil bis jetzt, muss ich sagen, hat sich der Muskelkater noch in Grenzen gehalten. Das wird sich, denke ich, jetzt in den nächsten Wochen ändern. Das Training ist wirklich anstrengender als in den ersten 2 Wochen. Was aber auch gut ist, ich möchte ja auch was erreichen. Und die Versuchung heute war ziemlich groß. Ihr habt ja gesehen, die Mädels hatten Kuchen dabei, Duplo, Salzbrezeln, alles, was richtig lecker schmeckt und Gummitiere. Ich habe der Versuchung aber widerstanden und bin auch sehr stolz auf mich. Ja, es war wirklich hart, heute zu widerstehen. Guten Morgen, heute ist Tag 19 und ich bin jetzt auf dem Weg, zur Arbeit, bin jetzt auch schon angekommen und werde noch ein wenig die frische Luft hier unten genießen und erstmal essen. Gestern Abend, muss ich sagen, hatte ich ziemlich Hunger. Ich habe zwischen 18 und 19 Uhr Abend gegessen und hatte das Gefühl, dass ich nach dem Essen sofort wieder Hunger hatte. Ich habe Gurke gegessen, aber wie so ein Loch im Bauch war das, also wie so ein Loch im Magen, als wenn alles durchfällt und ich essen kann, was ich will. Ich hatte wirklich das Verlangen nach irgendwie mehr zu essen, konnte aber nicht. Und bin mit Hunger ins Bett gegangen, habe zwar gut geschlafen und heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte wirklich Hunger. Also heute ist es echt richtig schlimm mit dem Hunger. Und das hier könnte wirklich zu meinem absoluten Lieblingsessen, Frühstücksessen werden. Das ist Porridge mit Kirschen und Walnüssen. Das ist so dermaßen lecker. Und ich muss sagen, dass ich wirklich froh bin, dass es die Rezepte bei Saisiro gibt. So lässt sich der Feierabend genießen. Ich sitze jetzt bei einer Freundin im Garten. Und dann werden wir uns jetzt gut gehen lassen und wir hören uns später. So, Freitagabend und ich bin wieder einkaufen.
Wie ihr seht, ist mein Wagen voll. Es wird von Woche um Woche zu Woche auch immer voller und immer vielseitiger, da ich jetzt schon mal weiß, was ich alles kaufen möchte und was ich alles essen möchte und was ich essen darf vor allem. Guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich mal wieder im Fitnessstudio und es ist jetzt gerade 9 Uhr. Das Fitnessstudio McFit ist schon richtig voll. Ich mache mich gerade warm und dehne mich und werde jetzt gleich mein Push-Training machen. So, ich sitze jetzt auf dem Balkon und werde jetzt erstmal mein Essen genießen. So, Mittagessen ist fertig. Heute gibt es mal die etwas frische Variante. Das ist Brokkoli-Püree mit Pellkartoffeln und Magerquark. Ich weiß, mein Snack, den ich euch jetzt gleich zeige, sieht nicht sonderlich gut aus, aber er schmeckt echt lecker. Es ist ein Tassenküchlein. So sieht es aus. Überhaupt nicht appetitlich, aber das schmeckt so lecker und ich habe, das ist, wie gesagt, vielen Dank für die App und vielen Dank für das Rezept. Das ist echt, rettet heute meinen Tag. Guten Morgen, heute ist Tag 21. Ich stehe jetzt gerade vor meiner Waage. Das ist Sonntag. Und ich muss aber vorher sagen, bevor ich mich jetzt auf die Waage stelle, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich nicht, also vom Gewicht her nicht viel getan hat. Ihr kennt das sicherlich, wenn man irgendwie abnimmt, dann fühlt man sich leichter und ich habe gerade das Gefühl oder irgendwie das Gefühl, dass ich nicht viel leichter geworden bin von der Waage. Also vom Körper fühle ich mich sehr gut, also fühle ich mich echt wohl, aber vom Gewicht her glaube ich nicht, dass sich irgendwie sehr viel getan hat. Und ich steige jetzt auf die Waage. Ihr seid live dabei, wie immer. Letzte Woche habe ich noch 73,1 gewogen und diese Woche sind es 72,7, also es sind 400 Gramm weniger. Ich weiß gerade nicht, ob ich damit zufrieden bin, weil ich habe irgendwie schon gedacht, dass da vielleicht noch so ein weiteres Kilo purzelt. Aber naja, 400 Gramm sind es weniger. Ich guck mal, was die Messergebnisse sagen und dann hören wir uns gleich nochmal. Ich habe mich jetzt vermessen und ich habe wieder 1 cm weniger an der Hüfte und 1 cm weniger am Oberschenkel diesmal. An der Taille, am Bauch hat sich diese Woche nicht wirklich viel getan, aber 1 cm weniger an der Hüfte. Ich sage ja körperlich, wenn ich vorm Spiegel stehe, finde ich, dass sich da sehr viel verändert oder dass sich was verändert. Aber von der Waage her hat sich diese Woche nicht so viel getan und ich bin aber trotzdem zufrieden mit den Messergebnissen. Und dann schauen wir mal, wie es nächste Woche ist. Das war jetzt meine Woche 3 und ich muss sagen, es ist echt schnell vergangen. Wenn die nächsten Wochen auch so schnell vergehen, muss ich sagen, komme ich damit echt gut zurecht.